Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit jemandem, wo ich sagen kann, fast schon ein Freund. Kann man schon fast so sagen. Abdel Karim ist heute hier. Dankeschön, Hallöchen, guten Abend. Huhu. Ja. Vor kurzem uns noch gesehen bei den besten Comedians. Wir gehörten zu den besten Comedians. Völlig zu Recht. Ja. Und die Show hieß so. Die Show hieß ja, die Show hieß so, aber wer fehlt alles? Ne? Man muss sich das ja mal so. Ne? Ne? Ja. Aber du hast eine kurze Anreise. Heute ja. Ja. Ich wohne in Neudorf, ist ja direkt ums Eck. Das ist, ja, aber hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist sie auch. Ja, ja, ich bin irgendwie die letzten 800 Meter zu Fuß. Weil ja. Der Freund wollte nicht, der wollte ich nicht mitnehmen. Nee, der sagte, ich lass dich vorher raus. Und das eine sehr schmale Straße und ich mit die wird breiter. Die wird breiter. Ja. Sehr gut. In Gibraltar. Ja. Es ist, neben uns wird ein neuer Stadtteil gebaut. Dadurch wird die Straße sich irgendwann mal verbreitern müssen. Mhm. Wie heißt der Stadtteil? Weiß man noch nicht. Doch, Sechs Seen Wedau, ne? Das gibt's doch schon. Heißt das nicht so? Boah, ist kein Duisburger hier, scheiße. Sechs Seen Wedau, ne? Richtig. Ja. Und ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber der hatte Langeweile. Boah, wenn du da sitzt und du kannst es nennen so Brooklyn. Duisburg-Brooklyn. Ich will doch in Duisburg-Brooklyn geboren sein. Oder Duisburg-Bronx. Nee, Sechseen Wedau. Aber dafür heißt der Haupteingang am Hauptbahnhof, der Platz hat so einen Portsmouth-Platz. Ja, Portsmouth. Der heißt Portsmouth. Das ist eine wie Wuhan, eine Partnerstadt. In Wuhan fing schon viel Scheiße an. Auch natürlich eine Partnerstadt von Duisburg. Genau, erstmal Prost. Ja, natürlich. Komm mit. Ja, hier, was ist das, Milchkaffee oder? Weiß ich gar nicht. Irgendwas Heißes. Latte Macchiato. Ja, richtig, kriege ich. Ja. Ja. Du bist auf Tour zurzeit mit einem neuen Programm oder holst du Corona auf? Ich habe den zweiten Teil der Frage nicht verstanden. Richtig. Aber ich toure durch Deutschland mit dem Programm Wir beruhigen uns. Es ist nicht mehr ganz neu. Es ist eigentlich sogar. Das wäre die Frage gewesen. Ja, ja. Es sind noch ungefähr. Es hat schon die Hälfte hinter sich mindestens. Ja. Ja. Das habe ich jetzt schon noch nicht schwierig seit 3 Wochen. Ja, also ja, vielleicht. Nein, aber du hast ja auch diese berufliche Pause zum Gott genießen können. Ja, sehr viel Kadaver-Lifestyle, sehr viel Verwesung im Bett. Ja. Aber ich muss sagen, es hat mich zum Glück, also es hat viele, viele Theater und so viel härter erwischt als mich. Ich hatte also großes Glück, weil davor schon für den Zeitraum Fernsehsachen vereinbart waren. Ja. Als hätte man es gewusst. Ich weiß nicht, ob die Agentur irgendwelche Connection hat nach Wuhan. Aber auf jeden Fall habe ich Glück gehabt. Bielefeld und Wuhan, weil er hat seine Agentur, er wohnt in Bielefeld, ne? Wer? Dein Agentur. Nein, der wohnt in Köln. Bielefeld, richtig. Hat sich gut vorbereitet. Es wird aber wie juckt, wo Agenturen wohnen, eigentlich. Ja, aber ihn kenne ich auch. Ja, sehr schön. Wie heißt der nochmal? Werner. Nein, ich bewundere den Mut zum Haarschnitt. Ja, also jetzt nicht bei dir, doch auch bei dir auch. Bei mir auch, dankeschön. Ja. Aber dein Manager tatsächlich, er hat, ich lasse ihn jetzt wachsen. Er hat sich verändert, ja. Ja, ja. Er sieht auch mehr so aus, als ich hole nach. Woodstock war, aber ich komme nochmal. Der hat sich, als Corona war, waren die Friseure die ersten, die wieder aufmachen durften. Ja. Das hat ihn ein bisschen geärgert und dann sagte er, ich gehe nie wieder zum Friseur die nächsten 5 Jahre. Da habe ich. Als Rache. Also ich war bestimmt 15 Jahre nicht mehr beim Friseur. Ich mache nass und schneid. Selber. Ja, weil die Geheimratsecken brauchst du nicht schneiden, kennst du? Ja. Und hinten mache ich einfach nass und vorne und Spliss hat eine eigene Schere. Ich bin da bei dem Thema komplett raus. Das ist zu Recht. Schon hättest, länger. Wenn du jetzt Haare haben möchten würdest, könntest du haben, welche dürfen? Nee, ich habe ja, ich gehöre zu den Menschen, die irgendwann keine Haare mehr kriegen. Ist wirklich, also du musst auch nicht rasieren? Doch schon, natürlich. Es muss ja gewollt aussehen. Okay. Ja, und ich habe so einen komischen Haarausfall, der ist so wie ein verrutschter Kranz, sieht der aus, wenn ich wachse. Kreisrunder Haarausfall. Nee, aber leider leicht verrutscht. Verrutschter kreisrunder Haarausfall. Ja. Ist Seite 2. Ja, ja, ja. Deswegen ist Wollmütze wäre eine Option oder so lassen. Ja, ich lasse es so mit der Wollmütze. Ja. Wenn du jetzt hier diesen Übergang von Bielefeld, wo du mal gewohnt hast, und nach Duisburg, was Entscheidendes hat dich nach Duisburg gezogen?
Gute Frage. Ich habe zwischendurch in Bochum gelebt, als Übergang. Mhm. Aber ich wusste, es wird irgendwann Duisburg. Ja, klar. Ja. Und ich wusste, irgendwann muss ich, ich habe in Bochum gewohnt, wollte dann umziehen, wollte nah am Bahnhof leben, weil ich viel Zug fahre. Ja. Und dann kam nur Duisburg in Frage. Köln nie? Weil nein, Köln ist weit weg. Comedian per se wohnt in Köln. Ja, das hört man immer wieder, aber das stimmt ja nicht. Ja, die ziehen alle weg gerade. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Duisburg liegt sehr gut, wenn man viel Zug fährt. Ist tatsächlich Ruhrgebiet, so, wir sind generell sehr gut. Hier. Eine coole Stadt. Ich habe eine Verwandtschaft schon lange in Duisburg. Ja. Deswegen hat er das einen kleinen Bonus gehabt. Ja, sehr gut. Ich bin doch, du bist Marokkaner von Haus aus, ne? Ja, die Vorfahren sind Marokkaner. Die einzige Sprache, die ich tatsächlich, da keine Chance. Ich bin mit so vielen Marokkanern aufgewachsen. Ja. Warte, die Frikadelle gibt für die. Bin mit so vielen Marokkanern aufgewachsen, keine Chance. Der Slang ist, boah. Also der Slang ist wie Hocharabisch ohne Vokale. Richtig. Also das arabische Serbisch. Ja. Das geht aber. Serbisch geht oder das arabische Serbisch? Nee, Serbisch per se. Ach, sehr gut. Ja, Bohnensuppe und so. Nein, aber der Jugoslawe, mein Vater hat jugoslawische Arbeitskollegen gehabt, der hat eigentlich auf Jugoslawisch immer geschimpft. Dupe und so weiter war immer so, der hat irgendwie immer, also Arsch, der hat immer irgendwie auf Jugoslawisch, Lirz mit Dupe heißt das, glaube ich, leck mir am Arsch. Da bin ich überfragt, also. Siehst du, das kann ich mir merken, aber ich könnte nichts Marokkanisches. Ja? Bist du gerade auf Tour oder, du bist jetzt gerade jetzt hier, aber bist du normalerweise jetzt auf Tour? Mal ja, mal nein. Also ich bin jetzt irgendwann am 9.11. irgendwann in Ostdeutschland, deswegen die Glatze. Ja. Und wir sind mit St. Pauli-Trikot. Die Stimmung kippt ein bisschen. Nein, es sind Leute, bitte. Ja. Nee. Am 9.11. bin ich hier. Ja. Wann wird das eigentlich veröffentlicht? Weißt du am 9.11. Sehr gut. Dann lohnt sich die Werbung noch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wann was. Ich höre es ja nicht. Was hörst du nicht? Den Podcast hörst du gar nicht? Nein, natürlich nicht. Warum das denn nicht? Da sind viele lustige Stellen dabei. Ja. Ich war doch dabei. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Nee, aber ich kann mich auch im Fernsehen nicht sehen, Norbert. Ich sehe nur Fehler. Ich gucke meine Sachen auch nicht. Oder meine Auftritte. Guckst du andere Comedians? Früher war ich Comedy-Junkie. Ja. Also wirklich, ich bin immer noch Comedy-Fan, aber seitdem ich selber auf der Bühne bin, gucke ich es weniger, weil ich irgendwie Panik habe, dass ich unbewusst klaue bei denen. Es gibt zwei Möglichkeiten. A, fremdschämen. B, scheiße, der hätte von mir sein können. Oder C, einfach nicht klauen. Geht das? Natürlich, muss gehen. Sonst gibt es Ärger. Ich kenne welche, die klauen, die kriegen keinen Ärger. Aber der allgemeine Witz, und da bin ich wieder weit im Vorteil, ist natürlich so, dass man weiß nicht, wer den erzählt hat, als Erster. Ja, und dann kann man den benutzen. Natürlich, so ein Witz, der auf der Straße lag. Aber Witze per se hast du gar nicht im Programm. Du bist eigentlich mehr Kabarettist, wenn ich das sagen darf. Kannst du gerne sagen, halte ich aber für ein Gerücht. Ja, habe ich aber jetzt reingebracht. Sehr gut. Nein, ich würde mich als Comedian Du machst aber auch politische Sachen, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht mache. Obwohl ich über Olaf Scholz geredet habe, weil ich den nicht kannte. Den kennen aktuell viele gar nicht so richtig. Nee, der wurde gewählt, weil der da war. Ja. Oder weil er eben nicht da war. Der war irgendwann hinterm Baum versteckt. Emil, stand der da unter Wesnert? Ja. Ach, der Mann von der Merkel. Ja, ja. Max Merkel. Lecker. Nein, aber du sagst schon Unterschied zum Beispiel, wenn du sagst, so, worauf du achten musst an einem Flughafen, wenn du irgendwo einsteigst, wie man guckt und so weiter. Ist das wirklich immer noch so brisant, dass du selber empfindest, alles klar, die gucken? Ja, auf jeden Fall. Also brisant ist natürlich vielleicht das falsche Wort. Das ist eine Sendung auf ARD. Ja, deswegen war ich ein bisschen durcheinander. Nee, viele, die das nicht erleben, glauben immer, okay, ich übertreibe ein bisschen. Oder ich werde sehr oft nach Shows von Urdeutschen gefragt, also von weißen Deutschen, ist das wirklich so oder ist die Geschichte erfunden? Habe ich ja gerade gemacht. Ja, aber von Migrantenzuschauern kommt die Frage nie, weil die kennen solche Geschichten. Die wissen, das ist noch aktuell im Jahre 2022. Ich muss leider zugeben, ich habe das große Glück, dass Gespräche mit Polizisten meistens sehr lustig sind. Hast du ja gerade gehabt. Ja, stimmt, da ist ja einer heute am Start. Ich bin heute hier, Polizeischutz habe ich bekommen, freundlicherweise. Oder ihr. Auf jeden Fall habe ich... Er hat keine Tasche mit. Nein.
Ja, natürlich. Man muss auch mal was raushauen. Ja, natürlich. Es soll ja nicht zu ernst werden hier. Ja, ne? Ja. Das ist das Gute als Duisburger. Erstmal darf man das überhaupt im Ruhrgebiet, weil wir ja Multikulti von Hause aus aufgewachsen sind. Ja. Ich kenne zwar zwei Deutsche, die mit in der Klasse waren. Nein, aber wir waren ja alle, ob es Italiener waren, Jugoslawen, ja. Wie gesagt, gerade. Aber wir hatten tatsächlich wenig Algerier oder Tunesier. Wir hatten am meisten Marokkaner. In Duisburg? In Duisburg, also bei uns. Also Duisburg. Es gibt ja generell weniger Tunesier als Marokkaner, deswegen ist es eh sehr wahrscheinlich. Das kann daran liegen. Ja. Warum gibt man dann eine WM nach Katar? Da sind ja ganz wenige. Die haben nur irgendwie 15% oder irgendwie sowas der Einwohner sind auch wirklich Kataristen. Oder wie die heißen. Karikaturisten. Ne, Kataris. Ja, aber ich glaube, die haben die Mannschaft ein bisschen gefüttert früher. Mit vielen Leuten. Ich glaube, ja. Das wurden sehr. Guckst du die WM? Ich werde die WM gucken, auf jeden Fall. Ist Marokko dabei? Ja, natürlich, mit einer sehr einfachen Gruppe, mit Kroatien und Belgien. Fall ich doch gar nicht hin. Natürlich. Nein, ich hätte. Schicke ich zwei Mann. Aber für Deutschland wird es auch eng in der Gruppe. Mit, also ohne Stürmer. Ohne Stürmer vor allem wird es eng. Ja. Wir hätten Stürmer. Der heißt. Der von Duisburg? Nee, da gibt es noch einen. Füllkrug. Füllkrug. Bremen, ne? Ja. Der ist aber im Moment auch nicht. Ich glaube, der hat wieder getroffen vor kurzem. Wer findet denn den Werner gut? Ja, der hat sich sehr verbessert. Hm. Ja. Ist sympathischer geworden auch. Ja, das stimmt. Ja. Man gibt ihm Text. Ja. Nein, um nur auf die Frage zurückzukommen, ich hätte Katar die WM nicht gegeben, aber ich habe ja nichts zu melden. Ja. Aber wenn sie die WM haben, halte ich auch nichts von Boykott. Man hat aber sehr viele, sehr gute Argumente, um die WM zu boykottieren, muss man leider dann hätte auch sagen. Man aber auch, sag ich mal, wie gesagt, China oder Russland oder was, man hätte ja gegen allem, ob es Olympiade, EM oder was, man kann ja gegen jeden. Man hätte ja auch gegen Deutschland dann was sagen können, weißt du noch damals, oder weißt du, dann spielt man 2016 und auf einmal kommen alle rüber und was liest man? Ach, guck mal, Sonne. Ja, es ist leider oft so, dass Riesenturniere oft falsch laufen im Hintergrund. Ja. Das ist leider nichts Neues, hast du vollkommen recht. Jetzt ist ja bei uns nicht anders. Ja. Wie wirst du die WM gucken als Duisburg-Fan, um mal wieder Fußball zu sehen? Es ist so, dass ich sie. Du hast da recht. Ich bin DSC Arminia Bielefeld-Fan. Wir sind also auf Augenhöhe im Moment. Ja, wenn man. Ich wäre gerne auf eurer Augenhöhe. Wir spielen bald gegeneinander, aber nicht, weil ihr aufsteigt. Nee, weiß ich. Aber wir spielen zum Beispiel gegen Aue, die haben noch niemals einen Konsonanten. Wir spielen gegen Halle, ich meine, draußen ist schon schwer. Ja. Nein, aber. Nein. Übrigens, immer mit Bielefeld ist mir gar nicht, dass die Stadt nicht gibt oder was. Mhm. Olli Dietrich hat mal so eine Rubrik bei Samstag Nacht gehabt und hat immer gesagt, der Bus vom Arminia Bielefeld. Da habe ich mich vorm Fernseher kaputt gelaufen. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der es richtig lustig findet. Aber der Bus von Arminia Bielefeld. Ja. Weltklasse. Ich kenne die Nummer gar nicht. Nee, ich war jetzt auch nur kurz. So, ne? So pass auf. Ich für mich selber sage alles klar, Schweinediktatur und weiter, alles, man sollte da was dran ändern, wenn da Leute gestorben sind, holt. Aber für die Mannschaft, für die Fans und für alle, die das gerne sehen, ist doch eine WM das Größte. Auch im Dezember. Wir haben ja, guck mal hier, Wetterumschwung. Da ist ja nicht mehr so wie früher, dass Schnee liegt. Nee, wird ist auch nicht mehr schneien wahrscheinlich. Es schneit nie wieder, außer jetzt auf der Toilette. Mhm. Ja, in Köln. Der Riesenvorteil, es wird jetzt kein Public Viewing geben wahrscheinlich. Doch, bei uns ja. Ja, aber ich meine, es wird ja viel zu kalt wahrscheinlich. Aber, merkst du, dass ich mich kaputt friere gerade? Boah, ist das echt so. Ist euch kalt? Vielleicht habe ich dann die Grippe. Also du bist der Einzige, der friert. Es ist tatsächlich so, da ich so merke, meine Freundin liegt gerade zu Hause mit einer Grippe. Ich kriege ja kein Covid, weil ich Actimel trinke. Aber ist tatsächlich so, dass sie sich hat mit einem grippialen Infekt angesteckt. Also wenn du was hast, ganz ruhig Regressforderung stellen. Nee, ich bin auch nicht ganz auf der sicheren Seite. Ich bin seit gestern symptomfrei. Du hattest vorher? Was hatte ich? Corona. Corona hatte ich im März, Mitte März. Ja. Covid ist ja. Covid klingt leicht arabisch. Ja. Corona klingt. Erzähl mal Covid. hast du Witze, wo du sagst, alles klar, du hast einen türkischen Witz erzählt und ich stehe daneben und ich denke, ich kann ein bisschen türkisch und stehe da und sage, hä?
Aber ich habe den schlecht erzählt. Man muss den schon als Urtürker erzählen. Ja. Der Junge hat da aus Mitleid gelacht. Der hat ja auch angeliefert. Ich kann leider Witze nicht so gut erzählen. Ich kenne einen einzigen Witz, den finde ich super, aber ich habe für den Witz schon viele Freunde verloren. Ja. Ist auch kein richtiger Witz, ist einfach eine Frage. Was essen Piraten am liebsten? Kapern. Woran erkennt man aus friesischen Piraten? Zwei Augenklappen. Der ist zum Nachdenken. Ja. Ja. Das war sehr witzig bei Otto Waalkes. Da war es, oh, nennen Sie mal bitte drei Seeräuber. Oh, da muss ich Piraten. Und dann sagt der Klaus Störte und Becker. Ja. Ja. Ich finde, das ist eigentlich genau mein Humor, auch wenn ich nicht lache. Nein, für mich auch so. Ich weiß ganz genau, dass ich mich in meiner Welt dann befinde. Ja. Und wenn dann einer nachdenken muss, ist alles gut. Ob da hinten sitzt irgendjemand und macht, dann weiß ich, der kam an. Ja. Ja. Meine Mütze geht immer hoch. Abdel, wie alt bist du jetzt? Ich bin 41. Wie lange willst du das noch machen? Gute Frage. Ja, wir haben ja keine Möglichkeit. Das Problem ist, das macht ja Spaß. Ich bin nicht das. B, aber wenn keiner mehr kommt, haben wir immer noch die Möglichkeit, vor 200 zu spielen. Oder im Freundeskreis. So. Ja. Dann oder Hochzeiten. Zum Beispiel. Ja. Karneval, hast du Karneval mal ausprobiert? Ein, zwei Mal, aber es war nicht die Guido-Kanz-Karnevalsnummer, die ganz krassen Veranstaltungen, sondern das waren Alternativ-Karneval-Veranstaltungen. Du musst doch rauskommen, Titten. Solche Veranstaltungen waren es nicht. Es waren, klappt also, sofort, ja. Titten, alles klar, also lacht sich kaputt. Ja. Herrenveranstaltung, Frauen spiele ich nie. Du machst Karneval gemacht? Schon, aber nicht bei Frauen. Nein, wurde rausgenommen, tatsächlich. Du wurdest rausgenommen? Ja, weil, wir hatten uns besprochen, ich war ja bei Guido-Kanz auch mit bei Alav in der Firma. Und dann hatte ich zwei Damensitzungen, unter anderem die Damensitzung im ZDF. Und dann hat keiner zugehört, außer ein Tisch, da bin ich runtergegangen. Die Frauen kamen aus Wuppertal und haben den Witz erzählt. Und so hat die Kamera mich nicht mehr einfangen können. Also wurde ich rausgeschnitten. Schade. Perfekt. Nein, gut. Aber du wolltest. Weil ja keiner gelacht hat. Ja, gut. Und dann rief mich alles an, weil der Kölner Express über... Comedian flüchtet vom Bühne. Stimmt nicht. Ich bin nur vorne und habe nur den Leuten, die es interessiert, ein bisschen belabert. Ja. Und die haben gelacht. Die haben sich kaputt gelacht. Nicht, um es auszustrahlen. Aber kommt der her, weil die gelacht haben. Die anderen hatten Rezepte ausgetauscht oder was weiß ich. Ja. Ich habe mal vor Jahren von einer Frau gehört bei einer Karnevalsveranstaltung, die wurde von der Bühne gebeten, weil sie einen Witz erzählt hat, der angeblich gar nicht geht. Und hinter ihr saßen diese vier wichtigen Männer. Ja. Mit diesen komischen Verkleidungen, wo man merkt, die nehmen das richtig ernst. Der Elverat, die vier. Wahrscheinlich hießen die so. Und dann hat die einen Witz erzählt. Einer vom Elverat, wenn die so heißen, kam runter und sagte, sorry, wir müssen den Auftritt jetzt leider beenden. Ich würde dich gerne von der Bühne bitten. Kennst du die Story? Ne, kenne ich nicht. Ich weiß den Namen von der Comedy-Frau leider nicht, aber wollte den Witz hören, den sie erzählt hat. Erzähl. Nachdem sie von der Bühne musste, das ist wirklich, könnt ihr googeln, vor 5 bis 8 Jahren passiert. Sie hat gesagt, den Witz darf auch nur eine Frau erzählen wahrscheinlich, aber ich mache es halt zur historischen Dokumentation. Ich habe mir gestern die Lippen aufspritzen lassen, seitdem kriege ich die Hose nicht mehr zu. Ja. Und dann kam der Mann wirklich auf die Bühne und sagte, das ist das Niveau, das wir hier nicht wollen. Ja. Wir würden dich dann gerne mal bitten. Und ich dachte immer, Karneval geht eigentlich alles. Geht doch alles. Man mochte sie vielleicht nicht. Vor Ort. Vielleicht hat sie Avancen nicht angenommen. Avancen muss ich googeln? Ja, das ist so, wenn du was verkaufst, musst du eine Avance. Nein, Karneval geht normalerweise alles. Dachte ich auch, deswegen war ich sehr überrascht. Aber man muss nicht alles durchziehen, man muss auch nicht Gosse sein, aber wenn du merkst, hier ist ein Zelt und das sind alles hier Junggesellenabschied, dann haust du mehr durch, als wenn du zum Beispiel eine Fernsehsendung machst oder du machst Emmy. Ich bin zum Beispiel in Köln nie gebucht worden. Außer in Köln-Kalk war ich mal. Köln-Kalk kenne ich auch. Ja. Haben andere Verbot, ich nicht. Ne? Aber ich bin immer Düsseldorf, Aachen, Mönchengladbach, Duisburg. Aber warum Köln, nicht Köln? Das weiß ich nicht. Und dann sitze ich beim Kölner Treff. Warst du mal beim Kölner Treff bestimmt, ne? Kölner Treff war ich,
Ich war auf jeden Fall da. Ich überlege gerade, wer waren die Moderatoren? Das sind ja immer... Doch. Die Bettina war bei mir Moderatorin. Ja, bei mir auch. Und einmal war es Beisenherz. Und dann saß der Herr Kuckelkorn dort, der den ganzen Kölner Karneval leitet. Unter anderem hat er aber auch ein Beerdigungsinstitut. Ist kein Scherz. Ja. Aber er sagt so, hör mal, du bist ja ein Knaller, warum trittst du nicht in Köln auf? Und ich machte nur so, weil man mich da nicht haben wollte. Und jetzt mache ich kein Karneval mehr. Und er sagt, das ist schade. Und ich sage, das ist richtig. Aber für ihn würde ich das nochmal machen. Aber ja, so, vielleicht gibt es eine Versöhnung irgendwann mit Köln. Nee, es geht gar nicht um, die Stadt ist geil. Ja, um diesen Bereich ja. Halt. Ne? So. Aber irgendwie, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, nach dem Motto. Ja, so, da ist so, oh, wir wollen unseren Büttenredner haben, wir wollen keinen Comedian. Heute besteht aber der ganze Kölner Karneval, wenn es nicht Musik ist, auch aus Comedians. Ja? Und wenn ich jemand kann, sag ich mal, in der Richtung einen Witz erzählen, dann ist das genauso affin für die wie auf der Tour. Ja, also wo ist das Problem? Nichts Politisches, ich sehe keins. Ne? Also ja. Köln. Falls ihr gerade zuhört. Ich komme vorbei. Ja. Richtig, ich komme mit. Ich trinke mal eben. Boah, Kölsch kannst du auch nicht trinken. Ich bin froh. Reisdorf geht, aber die zahlen nicht. Hier, Asbach, die sind in Ordnung. Ah, die sind die Leute vom Sponsor hier. Ja, ja, genau. Ah, ja, ja, die sind alle mit einem Hemd, man erkennt sie sofort. Die haben alle ein Hemd. In Duisburg Hemd ist immer Anwalt oder Sponsor. Nee, manchmal auch Bank. Aber ich habe mich, es ist ja früher so, dass ich Sachen unterschreiben lassen muss, damit ich Geld kriege. Mhm. Hm. Ich weiß nicht, ob das einer kennt, aber P-Konto nennt man das. Heutzutage werde ich ja durchgewunken. Nur, wenn du früher zum Beispiel ein Dispo haben wolltest, hast du folgendes Geräusch gehört bei dem, der dein Werdegang so durchliest und machst so. Das lernen wirklich, die lernen das im ersten Jahr. Das hat mir einer bei der Sparkasse gesagt. Dieses Geräusch zeigt dem auf der anderen Seite, dass es wohl nicht klappen wird. Hier geht's so zurück. Das hatte ich mal bei einem Kontrolleur im Zug. Nee, das ist kein Scherz. Ich hatte leider kein Ticket. Ja. Und bin in Hamm zugestiegen, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch ein Ticket hole, verpasse ich den Zug. Aber du kannst ja da drin lösen, wenn es die erste... Nein, leider nicht. Nee, leider nicht. Und weil die Züge von Hamm nach Bochum, habe ich da noch gewohnt, selten fahren, musste ich den nehmen. Bin eingestiegen, bin zum Kontrolleur und wollte im Zug ein Ticket holen. Ich wollte so, hier Bürger des Monats, ich gehe auf den Kontrolleur zu, ich habe keine bösen Absichten. Ja. Und er sagte, nein, können wir leider nicht machen. Ja. Und dann habe ich aber gehört, dass oben ein anderer kontrolliert und wollte den fragen, weil ich war mir sicher, das muss gehen. Ja. Dann gehe ich zu dem hoch und der kommt dann, was du gerade sagtest, hinter mir her und sagt dann ganz leise, nee, da können wir leider nichts machen. Nee, damit der Kollege das auch hört und direkt sagt, nee, der hat schon eine Abfuhr bekommen. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Und musstest du, hast du dann 60? Ich musste dann am nächsten Halt gemeinsam mit zwei Polizisten aussteigen. Ja, mit der 8 auf dem Rücken? Nein, gar nicht. Die wollten nur meine, weil ich auch keinen Ausweis dabei hatte. Also musste ich. Überraschend. Die müssen checken. ja. Wir haben Ausweispflicht, habe ich gehört. Also wir dürfen Leute ausweisen. Es ist dein Land. Ja, natürlich. Okay, bitte, natürlich. Ja. Ich bin froh, dass ich hier leben darf. Ich kann mich nur wiederholen. Aber als ich von Bielefeld nach Bochum gezogen bin und dann nach Duisburg, es gibt eine Sache, die mich jedes Jahr überrascht. Ich glaube, in Duisburg, es gibt, glaube ich, keine Stadt in Europa, wo der Weihnachtsmarkt schon im Mai anfängt. Das ist jetzt schon Weihnachtsmarkt in Duisburg. Ja, die bauen auch. Die nennen es anders Kürbismarkt oder dann heißt es später Novembermarkt. Aber eigentlich ist es der Weihnachtsmarkt mit Tannenbäumen und Arabern, die Handyhüllen verkaufen. Am haben wir sowas noch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Wir haben auch noch einen, der verkauft Atari-Spiele. Ich kaufe alles, heißt der, glaube ich. Mhm. Den gibt es wirklich so. Und der hat auch noch Atari-Spiele. Ich bin ein Sammler. Ja. Atari 2600. Einfach nur die Kassette reinspielen. Nicht Lehrgang. Wenn du eine PlayStation 4 bis du das gescheckt hast und ich kann nicht räumlich sehen. Gracias. Meine Schwiegermutter. Grüß dich. Jeder denkt, der ist Spaß. Ja, ja. ich mag Katze Macchiato auch kalt übrigens. Ja, übrigens auch. Ich versuche die ganze Zeit die Gruppe hier einzuordnen in der Mitte. Die guckt mich so leicht passiv-aggressiv an die ganze die Zeit. Die sitzen immer, die haben wir mit der Pacht übernommen. Ja, sehr gut. Seid ihr Hooligans? Nein. Nee. Also ein paar. MSV-Fans. Ja. Okay. Seid ihr im Stadion ab und zu, ja, ne? Vielleicht. Ja, die wollen nicht zu viel verraten. Ne? Es ist einer dabei, ich sag nicht wer, der hat ein Trikot an. Ich habe ihn schon gesehen.
Ich wollte nur fragen, wer das ist. Nein. Das ist ja mit dem Trikot. Aber es geht ja mit Duisburg aufwärts. Aus welchem Stadtteil kommst du? Richtig, Stadtteil Duisburg-Bottrop. Gibt es eigentlich, sind wirklich hier keine aus Duisburg? Also keiner nicht, aber ist die Mehrheit nicht aus Duisburg? Die kriegen keine Karten hier. Kriegen keine Karten? Nee, ja, da haben wir den Salat. Sehr schön. Nee. Ja, aber ein paar Duisburger sind. Granny. Nee, ja. Du kommst aus Duisburg. Sie kommen aus Duisburg. Ja, sehr gut. Ich habe vor kurzem den Duisburg-Trainer gesehen. Ja. Zufällig. Und der wirkte nach dem letzten Big Point. Der Ziege. Ja, der wirkte so ähnlich. Sehr erleichtert. Zu Recht. Zu Recht. Hätte er lag in den Wehen und gewinnt in Wiesbaden. Nein, aber ist tatsächlich so, das Schlimme als MSV-Fan ist, und da wirst du mir recht geben, man weiß, man ist nie wieder in der Bundesliga. Ich werde es nicht erleben. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass ich einen frühen Tod erfahre, der jetzt eh nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja. Ist wie Raucher sterben früher, seitdem rauche ich ab 6 abends. Sondern es ist tatsächlich so, man weiß, der MSV wird es nie wieder in die Bundesliga schaffen. Jetzt werden MSV-Fans das hören und sagen, Markus, und ich sage, ja. Und ich sage, scheiße, hast recht. Aber du merkst, die Stimmung kippt ein bisschen jetzt, ne? Nö, nein. Es ist ja so, dass du ja eigentlich Bielefeld-Fan bist und das auch danach nie wieder passieren wird. Dass die irgendwann mal in der, also die gehen jetzt im Moment sieht es ganz tragisch die aus. Die kommen aus der ersten und weg. Ja, wir sind aktuell erfolgreich Tabellenletzter in der zweiten Liga. Greuther führt und das ist ja noch positiv, wenn du so heißt. Die schlechtesten Absteiger aus der ersten Liga, die es jemals gab. Ist Greuther führt? Nein, Bielefeld und führt. Bielefeld ist ja auch aus der ersten Liga. Die Älteren erinnern sich. Ah, du meinst aktuell? Ja, ja. Okay, ja, leider. Das ist sehr, sehr bitter. Und es gab noch nie. Aber die Bielefelder haben jetzt, wenn ich das kurz sagen darf, jetzt wirklich die große Wende kommen. Ja. Die Bielefelder haben jetzt einen Motivationscoach seit dieser Woche. Peter Woller. Nein. Nein, die haben wirklich jetzt einen. Ja, und ja? Mal gucken. Also, es ist seine größte Herausforderung. Ich wäre der Motivationscoach für den MSV. Gehe ich in die Kabine rein. Mm. Sag, Ziege, sag mal eben kurz ruhig. Sag, pass auf. Da draußen eine enthusiastische Menge von 8000 Leuten. Mit gereister Auswärtsfans. Ja, wollen einen Sieg heute im Derby gegen Mannheim sehen. Ja. Oder Freiburg 2. Mein Gott, es gibt Freiburg 2, da ist doch, es gibt Rocky 2, das wusste ich. Ja. Als MSV, ich könnte kotzen, wirklich. Er hat das Trikot heute an, er will sich einbauen. Er versucht es auch ein bisschen zu zeigen, dass es ihm gut geht. Du bist oder trägst du es wirklich mit Herz? Ja, es wird schon freiwillig. Es wird nein, freiwillig, weil wir so viel mitmachen, man will der Öffentlichkeit, aber im Urlaub ziehe ich das auch an. Ist scheißegal. Weißt du, wenn du so, wer ist denn, Celtic Glasgow? Ja, ja, genau, ist richtig, Celtic Glasgow. Kaputt. Ist das grün? Ist das grün? Mein Bruder hat mal einen Bayern-Trikot gekauft, da war der 8 Jahre alt. Da habe ich den mit meinem Vater zur Seite genommen und gesagt, pass auf, man kann mit dem Strom schwimmen. Du bist aber Duisburger. Und da hat er dem Sohnemann der Putzfrau das Trikot geschenkt. In der Türkei gekauft, in der Türkei war auch das Gespräch. Also direkt vor Ort. Ja. Ach, mir ist der Apfeltee aus dem Hals gekommen. Immer. Kriegst du ja über, du darfst ja nichts kaufen, kriegst Apfeltee. In der Türkei? Ja, in Marokko auch so, wenn du irgendwo bist, Tee. Ja, aber kein Apfeltee. Ich möchte eigentlich nur fragen, einen Tee. In Marokko gibt es normalen Tee mit Zucker. Na, aber du musst nicht bei jedem Einkauf einen Tee trinken, oder? Weil du gehst da Lidl, Tee, was ist los? Ja, aber in Marokko ist oft Betäubungsmittel mit dabei, um dich dann beim Verkauf wirklich von gut, den Teppichen dann zu überzeugen. Da muss ich doch mal dahin. Ja. Da gibt es auch Rabatt. Wir haben Casablanca nicht gesehen. Das ist mal her. Nee. Tu das. Mm. Ach, das ist daneben. Scheiße, so dicht dran. Warst du mal wieder in Marokko? Kannst du so gut marokkanisch, dass du... Oder ich könnte es dir beibringen. Das ist nicht ganz einfach. Du musst nur den aggressiven Menschen in dir. Dieses Haar ist bei uns... Das habe ich bei ganz anderen Sachen. Dann kannst du ja schon Arabisch, aber nur in den falschen Situationen. Aber...
Ja, das war sie. Ja, ja, immer so da ist beim Treppensteigen. Ja. Ich komme zu Oma. Ich rufe da meine Mutter zum Beispiel zurück und dann, ja, ich bin Treppe gestiegen. Ja, ja. Ist so. Ne? Und ich brauche länger zum Atmen inzwischen. Mhm. Du bist 41, hast du Probleme im Gewicht? Jetzt, weil du offensichtlich immer, ja. Ja, weil ja, du dann aber schon mal einen Vorteil hast, weil du da schon mal den Konsonanten kannst. Ja, man lernt den bei uns schon aber früher. Auch die Schlanken können das sagen. Aber ist das nicht? Nee, das ist das CH. Mandarin ist auch schwer. Komm. Ja. Ich hatte eine Latexmaske, wo du das gerade machst. Ich hatte eine Latexmaske auf. Glaub mir, hätte ich sie weiter, wäre alles hier. Siehst du das? Wieso Latex? FFP2 reicht im Zug. Es geht, ja, es gibt Filme, da stehen Leute drauf, aber ja, es war der Halloween-Feier. Ja. Ne? Aber ich habe sie abgezogen, weil es gebrannt hat nach 5 Minuten. Ich habe wohl eine Latexallergie. Ich habe sie nicht testen lassen. Ich weiß gar nicht, ob das beim Allergietest dabei ist. Ist Latex dabei? Ja? Echt? Bist du Hobbyarzt und Chirurg? Oder im Darknet unterwegs, kann auch ja sein. Man weiß es nicht. Kann natürlich sein. Aber echt beruflich einer von euch Ärztin? Ja, ist Ärztin. Welcher Bereich? Gynäkologie? Ganz unten. Nee, also Proktologe. Okay, ja. Müssen wir alle mal hin, ne? Zum Proktologen sowieso. Ja. Nee, kann ja mal sein. Die meisten wissen gar nicht, was mache ich jetzt? Gehen wir zum Proktologen, ja sicher. Und dann liegen sie falsch. Ja. Ist ja, das ja nicht immer schön? Ja. Wie hat dir die Sendung in Köln gefallen? Insgesamt, man hat uns an eine Theke gesetzt und hat gesagt, ich müsste die ganze Sendung hier sitzen. Und man hat nach 2 Minuten gesagt, das machen nicht alle mit. Ist dir jetzt aufgefallen, dass die alle plötzlich, der eine war weg, der andere da. Ja, wir waren auch sehr viele, wir waren glaube ich 12. Hm. Und vorher in der Mail stand, es wäre cool, wenn ihr an der Theke gemeinsam ja, die Show und dann guckt. Aber es hat Spaß gemacht. Ich saß nicht weit von mir entfernt, war Paul Panzer. Und ja, Paul Panzer hat die ganze Show kommentiert. Ich hatte Riesenspaß. Zweimal. Bühne und Paul Panzer. Dieter ist ein Knaller. Der ist ein absoluter Knaller. Ja, aber du kennst seinen echten Namen. Mir hat er ihn nie verraten. Ja, aber ist ihm aufgefallen, dass er während des Auftritts manchmal vergisst, zu sagen, ich dachte, macht er ja meistens. Mhm. Und plötzlich spricht er wieder und merkt, oh, er muss wieder in den Slang rein. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ja, du ich werde aber ab heute darauf achten. Nein, ist tatsächlich so. Wenn du irgendwie sagst, ah, ne, stimmt. Bei mir ist es immer so, wenn ich auf den Stuhl gehe, sage ich, hopp, vergesse ich immer wieder hinterher. Das ist so ein Markenzeichen von dir. Nö, dass hopp du hopp sagst. Wenn du nee, war ich so ein, den beleidigen Dortmund immer, weil der in Hoffenheim so eine gute Arbeit macht. Hast du Rituale vor dem, also jetzt nicht vom Geruch her, sondern einfach nur, dass du sagst so, du musst 8 Mal am Boden treten? Nein, oder leider was? Nicht. Ich habe mir früher eingeredet, dass ich ein Ritual habe, vor dem Auftritt ein bisschen Sport zu machen. So eine halbe Stunde. Hat aber scheinbar nicht geklappt. Nee, leider nicht. Leider. Ich ärgere mich jedes Mal, weil wenn du an Auftrittstagen Sport machst, bist du fit, wenn es gut läuft. Habe ich noch nicht versucht. Ja, ich habe es überlegt. Ich hatte eine Zeit lang eine Dartscheibe mit, aber ob das jetzt direkt Sport ist, weiß ich. Ich lasse viel fallen dann. Immer. Ja, ja, ja. Bücken ist auch Sport. Ja. In dem Fall. Ja. Was ist deine Lieblingsstadt? Wo trittst du am liebsten auf? Das Thema hat man nämlich eben, wo man sagt, da ist schwer und da ist gut. Du fährst jetzt in den Osten wieder. Ich bin eigentlich sehr dankbar, sehr, sehr nette Leute. Ich habe großen Spaß im Osten, muss ich sagen. Ich bin da nicht so oft wie in NRW. Ja, du wohnst ja da. Ich wohne ja hier. Ne? Ja. Aber im Osten habe ich echt jedes Mal also oft Spaß. Was ich oft gefragt werde, und falls du die Frage auch stellen wolltest, kann ich leider nicht beantworten. Merkst du an der Reaktion der Zuschauer, wo du gerade bist? Die wollte ich stellen, aber beantworte das mal. Ich merke es nicht. Also, ne? Nein, es geht wirklich um die Halle. Es geht um das Äußere, es geht um die Tagesform, es geht um die Pause, die du nicht gesetzt hast, es geht um alles. Ja. Dann ist hinten wieder ein Kessel buntes, dann musst du durchwischen. Dann ist der Hausmeister ein Arsch, dann kriegst du keinen Schlüssel für die Kabine. Dann ist ja kein Getränkeausschank und so weiter. Ist alles zum Kotzen. Sehr schön, du bist ein bisschen sehr frustriert, merke ich gerade. Nee, nee, ich bin froh, wenn wir einen Parkplatz kriegen. Ich hatte einmal
Man hat ja so eine Bühnenanweisung, wenn man zum Auftritt fährt. BA abgekürzt. BA abgekürzt. Und ursprünglich war die bei mir ganz kurz. Da stand nur... Er ist da. Er ist da und was Vegetarisches fertig. Ja. Und mit jedem Worst-Case-Erlebnis wurde die ein bisschen länger. Ja. Ein bisschen länger, ein bisschen länger. Mittlerweile ist sie sehr lang, aber man braucht sie nie, weil die meisten Theater sind entspannt und machen das eh nicht, was da steht. Zum Beispiel, dass der Veranstalter einen 5-Quadratmeter Raum hat für 8 Leute und er selber da auch chillt. Ja. Aber ich hatte einmal eine sehr, sehr schöne Anmoderation vom Veranstalter. Ja. Die fand ich sehr, sehr lustig. Der kam zu mir und sagte, ich mache vorher eine Ansage vor dem Auftritt. Ich so, ja, kannst du gerne machen, kein Problem. Dann ging er auf die Bühne, das war ein Soloabend, also nur ich war da, und er fing an mit, kommen wir nun zum nächsten Comedian. Ja, das ist okay, der ist müde anscheinend. Ja. Und dann sagte er, ich habe ihn vor einiger Zeit im SWR gesehen, nachts beim Rumseppen. Ich finde ihn sehr lustig, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, dann lassen wir, das wird ein schöner Abend. In Jena hat mal einer gesagt, freut sich heute auf Markus Krebs, nächste Woche haben wir einen richtigen Comedian hier, Paul Panzer. Ja. Aber ernst gemeint auch. Ernst gemeint, der Hausmeister, der Bürgermeister der Stadt. Ja, von Jena. Also der kennt den oder der ist der Bruder, also der kennt den Bruder vom Bürgermeister. Ich weiß es nicht. Ja, aber in Köln war ich schon, nicht in Köln, im Karneval war ich, ich war alles schon. Ich habe gesagt, ich kenne ihn alle, hier ist Manni der Rocker. Habe ich bestimmt 6 oder 7 Mal gehabt. Ich sage, ja, das ist mein Künstlername, Manni der Rocker, eigentlich heiße Markus Krebs. Hm. Ja, das ist ja so. Oder so. Ihr kennt ihn alle. aber ich nicht. Jesus. Ja. Ja. Ist eben so. Aber bei mir steht wirklich groß geschrieben mit 8 Ausrufezeichen. Und Ausrufezeichen heißt, ruft aus, damit jeder weiß. Keine Pilze. Ich möchte beim Essen keine Pilze. Ich könnte wetten, bei jedem 4. Auftritt ist irgendwas mit Pilzen dabei. Ich könnte neben Leuten nicht sitzen, die Pilze essen. Könnte ich kotzen. Weil es riecht oder weil die schmatzen? Morchel ist der Tod. Ja, aber wenn nur einer hier, wir also Champions hier, so ein Ding da drauf hat, also, tu mal weg. Wo kann ich nicht? Oh, wir haben eine leckere Rahmen, so schön mit Pilzen. Habt ihr die BA gelesen? Ja, habe ich wieder abbestellt. Die denken, da wäre eine Zeitschrift. Ja. Ich sag zu denen, kennt ihr keine, wir sind nicht in irgendeinem Vorort, ne? Das ist dann eine Halle. Und du kriegst Pilze. Vielleicht müssen die weg. Ja, die Halle muss weg. Ja. Nein, das ist aber wirklich so. Ja. Also Markus würde sich über ein Kaltgetränk und ein paar Frikadellen freuen. Also wenn ich mal Frikadellen kriege, esse ich das Schnitzel. Ja. Ist wirklich, es gibt nichts. Ich habe irgendwann, es geht jetzt gar nicht um Comedy, sondern generell, ich liebe wie alle Menschen auf der Welt Bratkartoffeln. Ja. Und wenn man sagt, bitte ohne Speckwürfel, oder dieses Speckgedöns auf den Bratkartoffeln, sagen die Kellner immer, bei uns sind die immer ohne Speckwürfel. Ja. Also muss man nicht erwähnen. Und die sind dabei? Nee. Auch nicht? Die sind nur dabei, wenn ich es nicht erwähne. Wenn ich sage, nee, heute erwähne ich es nicht, weil ich habe es so oft gehört, die sind immer ohne Speckwürfel, dann erwähne ich es mal nicht, dann kommt so ein Schweineteller. Ja. Und ich denke, ist das mit, ja, bei uns sind die immer mit Speckwürfel. Sie sitzt da, Nudelsalat, die macht da Mandarinen rein. Jetzt werden viele sagen, ja, da gehört Mandarinen rein. Nein! Keine Mandarinen. Im Nudelsalat habe ich sie noch nie gehört. Sie machen extra Nudelsalat für mich, extra getuppert und der Rest mit Mandarinen. Sollen sie fressen. Nudelmandarine klingt nach dem Klassiker Pizza Ananas. Ananas mit, was kommt da noch rein? Schinken. Ja, Schinken, Ananas ist ja auch, sagen auch viele genial. Ist ja selbe Tier. Sagen, ja, es ist schade. Ananas ist auch nicht so, man tut sich oder weh beim Essen, finde ich immer. Ist ja wirklich eine harte Haut. Nein, es ist aber wirklich so. Ja. Jeder hat so seine Eigenarten. Meine Mutter hat immer für mich extra gekocht. Dann habe ich geheiratet. Bin aber mit meiner Ex-Frau ungefähr 2 Jahre vorher zusammengezogen. Ich war bereits 22, bin dann schon raus zu Hause. Mit 22. Und dann hat sie mir die Kruste vom Brot nicht geschnitten. Und ich musste Käse essen. Und heute überall Käse drauf. Ich könnte alles mit Käse überbacken. Bier könnte ich mit Käse überbacken. Käse ist total lecker. Ja, das stimmt. Ja. Ich liebe auch Käse, aber gut. Sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ja, wir werden jetzt hier noch ein Kochrezept von dir jetzt vorlesen. Du hast ein Kochbuch auch rausgebracht. Warum nicht? Macht ja jeder im Moment. Ja. Kochen mit Kochbuch. Mikrowelle. Ja. Ja.
Oder woran erkennt man einen guten Döner? Am Essen? Wenn er drin bleibt, sehr gut. Oh, sehr gut. Hör mal, wir machen den Spaß hier. Wenn er drin bleibt, sehr gut. Ja. Aber ist Hähnchen oder da kann er, finde ich, kein Unterschied. Welchen? Hähnchen oder Rind oder Emme? Und dann sage ich immer nur so, der Dunkle. Ne? Man nimmt einfach nur den. Also der helle, meistens Hähnchen, sieht ein bisschen aus wie ein Waschlappen oft. Schmeckt also man könnte damit quasi auch wirklich die Teller waschen. Döner. Wenn du irgendwo aus der Kneipe kommst, abends, und das sind ja die Einzigen, die nur aufhaben. Boah, Weltklasse. Weltklasse. Ja, aber ohne Soße, weil morgens denkst du, heute lernst du aber keinen mehr kennen. Ja. Man muss aber auch, einen Döner darf man nie, habe ich ein, zwei Mal gemacht, hat mir ein Freund erzählt, das ist nicht dafür gedacht, den Restdöner am nächsten Morgen weitergegessen. Kannst du kalt essen, genau wie ein Cheeseburger. Nee, kann man eben nicht. Doch, kannst du. Der hat mir gesagt, und das stimmt, dein Brot muss weg. Ein Döner ist nur dafür gedacht, ihn sofort zu essen. Nee, am nächsten Tag schmeckt er nach Knorpel. Das anders. Knorpel mit Kniescheibe. Oh ja, das stimmt. Da ist ein extra Teller für den Knochen bei. Das stimmt. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir unterwegs sind auf Tour, tatsächlich bestelle ich mir 8 Cheeseburger, esse einen und weiß ganz genau, ich muss nicht zum Frühstück gehen, weil ich ja die Nacht theoretisch einen essen könnte. Ich kann morgens wieder einen essen und einen auf der Fahrt und 4 verteilen. Ja, sehr gut. Kannst du so essen. Kalt. Was du nicht essen kannst morgens, finde ich, ist eine Pizza. Eine kalte Pizza schmeckt aber gut. Ja, nein, weil ja. Geschnitten oder nicht geschnitten, darum geht's. Ist kein Scherz. Ist sie geschnitten, kannst du sie nicht wieder aufwärmen. Kein Scherz, sie verbrennt. Ist sie nicht geschnitten, du machst es selber, merkst du auch am Geschmack, die ist nicht geschnitten. Heißt, die hat noch ein bisschen Substanz. Du merkst am Geschmack, dass sie nicht geschnitten ist. Natürlich, ich merke auch, wenn Zuschnitt auf dem Backblech liegt. Nein, aber ist wirklich so. Aber da habe ich wirklich, sollte ein Gag für mein Programm sein, mit der Pizza, das stimmt wirklich. Ja. Die kannst du wieder warm machen, selbst im Backofen schieben, tust du eine Scheibe Chester drauf und dann ist sie wieder da. Ja. Ne? Aber ist tatsächlich so, du kannst sie nicht erwärmen, wenn sie geschnitten war, weil sie an den Seiten verbrennen und dann geht es nicht mehr. So, jetzt nicht verstehen. Ja, ist tatsächlich so. Ne? Ja. Aber für mich, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ich saß hier, ne? Ja. Ja, ne? Ich esse das nicht. Gut. Also kalten Döner esse ich seit Jahren nicht mehr. Nein, aber ich esse tatsächlich dann abends oder irgendwie so, wenn irgendwas kalt ist oder wer weiß, dann esse ich ganz gerne, weil ich es kalt mag. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, meine Mutter hat eine Mitternachtssuppe gemacht und die schärft nach. Also wenn du die länger stehen lässt, schärft die nach. Und ich bin jemand, der dann auch mal sagt. Ja. Und ich mache mir die einen Tag später warm in eine Mikrowelle, wie wir so sind in der Neuzeit. Ich bin verreckt. So scharf war die. Und meine Mutter hat da gar nichts dran gemacht. Eigentlich. Mhm. Maggi, Deutsch. Kennst du ja, ne? Deutsche Tabasco. Maggi drauf, ist wie Nivea. Ne? Aber scharf wie Scheiße, wirklich. Also hat richtig gebrannt und dann habe ich gesagt, ne, wenn er die isst, kann sich einliefern lassen. Oder sofort essen. Aber Suppen schmecken für mich meistens am nächsten Tag besser als am ersten. Das ist richtig. Wenn man Erbsensuppe, aber nicht eine Mitternachtssuppe. Da ist mit gehacktes, magst du nicht, bist Vegetarier, weiß ich. Aber ich bin kein Vegetarier, das ist ein Gerücht. Nein, ist so richtig. Hast du ja auch nie gesagt. Nein. Du bist Veganer. Nein, ich habe mir vorgenommen, dass, und das ist wirklich super, wenn ich Auftritte habe, es klappt nicht immer, aber es klappt meistens, esse ich kein Fleisch, Tiere ein bisschen in Ruhe lassen. Nee, weißt du, was das ist? Du rülpst auf der Bühne, die ganze Zeit. Wenn ich eine Frikadelle, wenn einer, sag ich immer, die Hände nicht, ich sag immer, der hat sich die Hände nicht gewaschen. Ja. Ne, der hat die Frikadelle unter dem Arm gerollt. Und dann habe ich die hier irgendwo hängen. Ja. Boah, die gibt Pfötchen. Das ist unglaublich, wirklich. Dann ein bisschen. Ne? Ich habe ja Hunger vorher. Ich esse aber erst auf dem Weg wieder zurück zum Hotel oder. Das Beste, was man machen kann, erst nach der Show essen oder ein paar Stunden vorher. Ich es ist mal abgeräumt. Den Riesenfehler gemacht. Es ist abgeräumt. Ist ja gut. Ich habe mal den Riesenfehler gemacht, um 20 vor 8, weil ich mich verspätet habe, um 8 geht die Show los, um 20 vor 8 eine Pizza zu essen mit Thunfisch, Krabben und noch was Drittes und Knoblauch. Und das war ein Fehler. Riesenfehler. Mir hat der Techniker danach gesagt, das wusste ich gar nicht, dass Knoblauch kein Mensch isst vor einem Auftritt, weil das wohl die Zunge betäubt. Leicht. Es gibt Pfötchen in einer Tour. Aber wenn du Probleme mit der Speise hast, Knoblauch am besten mischen mit Fanta.
Dann hast du den ganzen Autokratz, kriegst du nicht ein Wort raus. Ohne dass die denken, hinten läuft Benjamin Blümchen, ja, macht Torö. Und wenn, ja, ihr eine Frau loswerden wollt, es gibt ja dieses Püppchen, was man mal unter die Decke lässt. Und wo du dann her und sich selber drüber freust, hui. Ich warte lieber mit dem Malzbier mit Lakritz mischen. Du isst Lakritz mit Malzbier runter. Wenn du gehst selber aus dem Raum. Der Endgegner quasi. Das ist, da, ja, ist alles vorbei. Hm. Ich habe das Zeichen gesehen. Hatten wir schon zu lang? Wer hat das Zeichen gemacht? Alle. Alle? Die machen alle Zeichen. Ja, geil. Ja, weil die, wir nennen eine Unterschrift, bei denen eine 3X. Ja. Abdel, du merkst, es ist die Hölle los hier in Bissingheim. Ich freue mich schon auf dem Rückweg gleich, diesen Kilometer nochmal. Weil das ist sehr, ja, lustig, da hat einer aus dem Fenster geschaut und der, ja, hat sich 100 Pro gefragt, was ich da mache. Alleine mit einem Rucksack durch die Autos. Ja. Das sah ein bisschen... Du wirst auf dem Rückweg sehen, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Ich habe immer noch die Halloween-Feier in den Knochen. Tatsächlich. Hast du so gefeiert gestern? Ja, wir dürfen aber nicht sagen, da gestern mal, weil Anna wird ja am 9.11. erst ausgestrahlt. Du hast aber vor ein paar Wochen Halloween gefeiert. Mhm. Ja. Und Österreich hat sich bedankt, dass ich die Hauptstadt gegrüßt habe. Aber, boah, ist das so schwer, Halloween. Ich finde den gut. Ah, okay. Ja. Aber, ja, es kamen uns Leute entgegen. Ja, gut, jetzt Maskenpflicht haben wir eingehalten. Ja. Hey, aber uns kamen Leute, ich glaube, die sind einfach nur da reingekommen. Ja, hast also du Fotos von der Latexmaske, wie du sie aufhast? Ja, aber man erkennt mich nicht. Wenn man es weiß. Ja. Boah, ich habe die abgezogen, es hat gebrannt. Und dann Nivea. Ich, ja, möchte für Nivea jetzt Werbung machen, weil Jogi Löw dafür mal Trikots gekriegt hat. Ja. Ich habe noch so ein Nivea-Trikot mit Jürgen Löw drauf. Der spielt 11 Mal. Ja, das war... Das ist so. Hast du das nicht selber, wenn du auftrittst, natürlich in deiner eigenen Welt manchmal bist? Ja, immer. Einfach nur, du, ja, weißt ganz genau, ja, was du meinst. Richtig, aber das reicht dann auch. Du, ja, willst auch keinen Untertitel einblenden, nee, damit jeder versteht, dass du gerade einen Lattenschuss hast. Ja, es gibt auch viele Gags, die man selber hat, wo viele sagen, oder einige Leute sagen, ja, den versteht keiner, der muss eigentlich raus. Und hat man mir dann auch gesagt. Welche ist er bei dir? Eigentlich alle. Ja. Den lasse ich dann aber. Ich habe einen Buch über einen Exit geschrieben, weil Essen wir aus dem Ruhrgebiet raus. Oh, nachdenklich. Ja, ja. Viel einfacher waren zwei Gallier, gehen aus dem Dorf, bei zweistelligen Minusgraden und der eine sagt scheiß Kälte und der andere selber scheiß Kälte. Ja, den hat keiner verstanden, kann ich mir nicht vorstellen. Es sind auch hier immer ein paar. Ja, weil ich den locker erzähle. Ah, ja. Sonst ummale ich den. Weil alles, ich wollte mal eine Asterix-Nummer, weil wenn man ganz ehrlich ist, und das ist auch das Schlusswort, jedes Album von Asterix und Obelix fand im selben Jahr statt. Immer 50 vor Christus. Wir befinden uns immer im selben Jahr. Ist euch das aufgefallen? Muss ich Hannes Bender fragen, ob das stimmt. Man liest immer, wir befinden uns ja 50 vor Christus, ganz Gallien ist belegt. Nicht ganz Gallien, der besetzt, ganz, nicht ganz Gallien. Ein kleines Dorf ist alles im selben Jahr. Da weißt du, was in einem Jahr in Gallien passiert ist. Ist wie Bissingheim fast. Ja, fast. Ja, das ist, oder Meerhoog, genau. Ich wohne in Meerhoog. Ich bin aber auch Duisburger. Ja, ich weiß. Ja. Ich werde auch, wenn mich Leute in Duisburg ansprechen, ist die zweite Frage immer: Kennst du den? Ist der wirklich Markus Krebs? Ist der wirklich so dick? Nee, die kam noch nicht, die Frage, ja, aber kennst du Markus Krebs? Ja. Also und, kennst du ihn persönlich? Und sagst du dann? Ich sag, wir sehen uns einmal im Jahr, wenn ich an der Table Bar vorbeilaufe. Ja, stimmt. Und ich wollte dich mit reinnehmen. Und du hattest keine Zeit. Ich hatte keine Zeit. Eine Geschichte, viele denken, die wäre jetzt erfunden worden. Ja. Nein, ich fand genauso an. Da gehst, ja, du mit rein. Bitte. Nee, ist gerade schlecht immer. Ja. Ja, nein, du bist auch keiner von der Stange. Das war Kommunikation, ja, mit Abdel Karim. Wir sind sonst lustiger, danke, aber heute haben wir eine ruhige Zeit. Danke. Danke. Oh. Yes, yes.